Anzeigenhauptmeister erregt ja in den letzten Tagen regelmäßig die Gemüter. Niklas Matthey zeigt in ganz Deutschland hobbymäßig Falschparker an. Im vergangenen Jahr waren es laut eigenen Angaben mehr als 4000 Anzeigen. Eine Beschäftigung, die für viel Unverständnis, auch Ärger sorgt. Und nun ist es tatsächlich auch zu einem Angriff auf den 18-Jährigen gekommen. Der junge Mann wurde offenbar von Fußballfans in einer U-Bahn zusammengeschlagen und ausgeraubt. Die Tat soll sich nach dem Drittligaduell zwischen dem Hallescher FC und Dynamo Dresden ereignet haben. Er, also der 18-Jährige, kam gerade aus Chemnitz, wo er tagsüber Falschparker kontrolliert hatte. Niklas wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Krankenwagen in eine nahegelegene Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Er erlitt eine Prellung. Die Ermittlungen im Fall dauern noch an. Schon wieder ist ein Handyvideo mit Jugendgewalt aufgetaucht, dieses Mal in Schleswig-Holstein das Ganze geschehen. Die Tat hat sich wohl in Uttersen ereignet. Es geht um zwei 12-Jährige, die in die gleiche Gesamtschule gehen sollen. Auf dem Video, das der Redaktion vorliegt, ist klar zu erkennen, wie einer der 12-Jährigen den anderen Jungen mehrmals schlägt. Anschließend wird das Opfer noch an den Haaren gezogen und gewürgt. Der Täter hat zwischendurch auch Türkisch gesprochen und laut Bild standen mindestens 4 weitere Jugendliche bei der Tat mit dabei. Griffen jedoch nicht ein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Nötigung. Da der Täter jedoch minderjährig ist, gilt er als strafunmündig. Damit schauen wir zu Gerrit Schröder in Pinneberg. Wie geht es denn in der Sache weiter, was auch die Klärung dieser Schlägerei betrifft, Gerrit? Ja, die Polizei hat die Ermittlung zunächst aufgenommen, wird diese aber nicht weiterführen, weil eben der Haupttäter und auch die Mittäter, die zugeguckt haben, nicht strafmündig sind. Sowohl Opfer wie auch die Tätergruppe sind erst 12 Jahre alt. Daraufhin wurde der Fall weitergegeben an den Landkreis. Und der Landkreis hat das Jugendamt eingeschaltet, die nun mit einer Jugendnothilfe versucht, die Familie zu betreuen. Wie genau das Ganze abgelaufen ist, das ist noch unklar, aber die Videos sind tatsächlich verstörend. Und damit wir uns einen kleinen Eindruck davon machen können, haben wir eine kleine Matz dazu vorbereitet. Beinahe wie vor einem Tribunal muss ein 12-Jähriger niederknien. Was ihn erwartet, ist kaum zu ertragen. Er wird geschlagen, gedemütigt, gewürgt. Er bittet unter Druck um Verzeihung, trotzdem kein Entkommen. Hast du meine Mutter beleidigt? Widerlich, abstoßend, erschreckend. Der Vorfall soll sich bereits im Februar in Uetersen, Schleswig-Holstein, zugetragen haben. Nach Bildrecherchen waren 5 Kinder beteiligt. Ein Täter, er wird Akan genannt, misshandelt den 12-Jährigen. 3 weitere Jungen und ein Mädchen stehen dabei. Komm mal, das reicht. Akan! Komm mal, das reicht. Mindestens einer filmt die Gewalttat mit seinem Smartphone. Mehrere sprechen Deutsch und Türkisch. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. Wieder ein Vorfall, wieder Kinder, die Kinder quälen. Es ist nicht nur ein Gefühl, dass Kriminalität auch unter Kindern und Jugendlichen zunimmt. Nur ein paar Beispiele. Im Februar in Wuppertal ein Amoklauf an einer Schule mit 4 Verletzten. In Berlin eine Massenschlägerei an einer Schule im Dezember. In München quält eine Jugendbande eine 12-Jährige. Die polizeiliche Kriminalitätsstatistik ist deutlich. Tatverdächtige Kinder, also solche bis 13 Jahren, verübten noch 2019 72.890 Straftaten. Schon 2022 waren es über 93.000. Die gleiche Entwicklung bei Jugendlichen, also 14- bis 17-Jährigen. 2019 waren es gut 177.000, 2022 mehr als 189.000. Bei den Straftaten, die sie begehen, rangiert an erster Stelle Diebstahl, danach folgen schon an zweiter Stelle Körperverletzung, auf Rang 5 Gewalt gegen sexuelle Selbstbestimmung, weitergefolgt von Beleidigung und Bedrohung. Lehrer, Elternvertreter, Kriminalisten, alle sind sich einig, die Hemmschwellen gehen runter, die Brutalität rauf. Und ja, es gibt einen deutlichen Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den Tätern. Dabei verschwindet das sogar in der Statistik, weil nach nicht-deutschen und deutschen Straftätern unterschieden wird. Dabei geht es nach Staatsangehörigkeit, nicht nach Herkunft. Ganz generell, Mobbing, Anfeindungen, Gewalterfahrung hat fast jeder einmal gemacht, aber die aktuelle Entwicklung muss wachrütteln.
Und da müssen psychologische Ansätze folgen, pädagogische Ansätze folgen. Das kann nicht allein nur die Sicherheitsbehörde und die Justiz vollziehen. Die soziale Infrastruktur wurde in vielen Ländern und im Bund katastrophal kaputt gespart. Und wenn wir da jetzt nicht endlich anfangen, finanzielle Ressourcen zu öffnen und diesen Sektor zu stärken, dann werden wir die Probleme nicht eindämmen, sondern sie werden noch massiv nach oben steigen. Im aktuellen Fall sind die Täter schuldunfähig. Deshalb hat sich das Jugendamt eingeschaltet. Und das Jugendamt tut jetzt was in dem Fall? Also was für das Opfer, aber auch was für den mutmaßlichen Täter, Gerrit? Ja, die Jugendnothilfe des Jugendamtes, die betreut jetzt die Familien. Das heißt, es kommt eine Betreuung in die Familie regelmäßig und schaut, was für Situationen liegen dort eigentlich vor. Wie geht die Familie damit um? Wie geht die Familie mit dem Opfer um, mit dem, aber auch mit der Täterfamilie, mit dem Täter? Wie kann die Familie die Probleme lösen, die offenbar innerhalb der Familie entstanden sind, damit so eine Tat entsteht? Ganz offensichtlich liegt ja oftmals auch der Hintergrund in der gesellschaftlichen Zusammengehörigkeit der Eltern, möglicherweise auch im patriarchischen System groß geworden und dadurch natürlich ein klares Machtverhältnis, was dort ausgelöst wird. Und wenn wir das Hintergrund dort in dem Video hören, dass man gesagt hat, du hast meine Mutter beleidigt und deswegen gibt es im Grunde jetzt diese Schläge, dann merkt man auch, dass dort im Grunde diese Ehrverletzung eine große Rolle spielt. Das gilt es auch aufzubereiten, damit so etwas nicht wieder vorkommt. Ganz spannend ist, wir stehen hier also vor der Schule, wo auch die Tätergruppe und auch das Opfer zur Schule gehen, gerade war Schulschluss. Und eine Gruppe von Jugendlichen hat sich also gleich hier auch zu uns bewegt, weil wir die Kamera gesehen haben und haben sich im Grunde auch ausgegeben als die Gruppe der Jugendlichen, die dort im Grunde dabei waren, die diese Tat begleitet haben und die es auch gefilmt haben. Der Jugendliche selber 12 Jahre alt, sagte zu mir, ja, sie haben im Grunde zugeschaut, weil der Haupttäter, der nicht auf der Schule hier ist, wohl auch als recht aggressiv bekannt war und man da nicht zwischengehen konnte. Man hat sich aber inzwischen wohl auch von Seiten der Eltern kontaktiert, auch mit der Opferfamilie, um dort einfach auch sich zu entschuldigen, um das zu erklären und um auch im Grunde ja, sich zu entschuldigen für diese Tat und für das Wegschauen. Denn das Wegschauen ist ja im Grunde auch eine gewisse Mittat gewesen. Die Tat hätte unterbunden werden können, aber es wurde eher gefilmt und nicht dazwischen gegangen. Und das Video wurde dann auch offenbar verteilt, wobei derjenige, der gefilmt hat, sagte mir gerade, er weiß gar nicht, warum das so große Kreise gezogen hat. Er hat es im Grunde nur einem Freund geschickt. Zum Zeigen und dann hat es im Grunde eine gewisse Selbstständigkeit bekommen und das Video hat die sozialen Medien erreicht und ist verteilt worden. Das war offenbar gar nicht seine Absicht, aber das zeigt auch, wie umsichtig man sein muss mit diesen Aufnahmen, dass diese auch im Grunde eine breite Öffentlichkeit bekommen. Für diese Informationen danke Gerrit Schröder nach Pinneberg. Zugeschaltet ist mir Dr. Sebastian Bartoschek, er ist Familienpsychologe. Hat sich tatsächlich, und damit willkommen bei Welt, Herr Bartoschek, an der Dynamik der Gewalt unter Kindern und Jugendlichen etwas geändert? Ja, ich denke schon, man kann das relativ klar sehen in den letzten Jahren, dass vor allem Gewaltdelikte, die in Social Media, TikTok etc. verbreitet werden, dass sich da eine Zunahme und auch eine Enthemmung in solchen Taten zeigt. Aber weil Sie es gerade ansprachen, Social Media, die Allgegenwärtigkeit von Smartphone, anderen Aufnahmegeräten, entsteht nicht möglicherweise auch dadurch der Eindruck, dass die Gewalt unter Kindern und Jugendlichen zugenommen hat? Das ist sehr wohl denkbar, klar. Also Gewalt gab es natürlich immer unter Kindern und Jugendlichen. Aber was mir schon auffällt, ist so dieses Phänomen des sich Bestärkens dafür, was man da in Social Media verteilt. Und natürlich die Währung unserer Zeit sind Likes. Und dafür kriegen sie natürlich, das heißt natürlich leider welche, aber das triggert dann natürlich die Täter. Aber ist damit nicht das Kind bereits in den Brunnen gefallen? Ich will da jetzt nicht flapsig klingen, aber wie will ich denn präventiv vorgehen? Was will ich denn machen? Wir haben gerade den Kollegen von der Gewerkschaft der Polizei gehört, der hat gesagt, ja, präventiv mehr psychologische Aufklärung, mehr Förderung, auch bessere Erziehung, mehr Ratgeber an die Hand geben, ist momentan nicht zu leisten, weil die Probleme allgegenwärtig ja sind. Aber wäre das tatsächlich ein Weg, so ein bisschen diese Gewaltspirale auch zu entzerren, etwas niederschwelliger zu bekommen?
Also ich denke, es sind zwei Sachen sehr wichtig. Zum einen, und das ist für mich das Allerwichtigste, die Eltern müssen selbst medienkompetent, medienfit werden, sich dafür interessieren, was ihre Kinder machen und das entsprechend dann auch mit begleiten. Und zum anderen, wir müssen wieder ein Klima von Empathie hinbekommen. Und das ist eine, das hört sich immer so komisch an, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber unsere Diskurse sind in den letzten Jahren verroht und natürlich ist dann auch die Gefahr für unsere Kinder groß zu verrohen. Aber woran liegt das? Na, das liegt daran, dass sich politische Diskurse verändert haben. Wir haben durch den Einzug von einer rechtsradikalen Partei eine unfassbare Zuspitzung von Hass erlebt. Wir erleben das in den sozialen Netzwerken und wir erleben Eltern, die schlicht damit überfordert sind, wie Social Media und wie Internet funktioniert. Herr Bartoschek, lassen Sie uns gleich mal weitersprechen über Gewalt. Diesmal aber nicht unter Jugendlichen, sondern Erwachsene gegen Jugendliche. Immer öfter nämlich kommt es auch zu Gewalt am Rande von Fußballspielen. Und wieder sorgt solch ein Vorfall nach einem Fußballspiel für Entsetzen. Diesmal hatten es Erwachsene auf einen 14-Jährigen abgesehen. Drei Männer schlugen nach einem Match in Nordrhein-Westfalen auf den Teenager ein. Die Hintergründe noch unklar. Die Polizei, die sucht jetzt nach den Tätern. Greta Wagner. Und dann liegt das gerade einmal 14-jährige Opfer am Boden, geschlagen von erwachsenen Männern. Bei der Begegnung zwischen dem TuS Heven 09 und dem SV Langendreher musste der 14-jährige wohl im Vorfeld harte Beleidigungen einstecken. Dann brannten auch bei ihm die Sicherungen durch und er ohrfeigte seinen Gegner. Dieser holt seinen Vater, dann entstehen diese Bilder. Der Vater ist polizeibekannt und die beiden anderen Erwachsenen, dagegen laufen die Ermittlungen noch. Und lassen Sie mich das ganz deutlich sagen, das ist natürlich harter Tobak, was wir hier gesehen haben. Ein Erwachsener ruft zu Schlägen an einem 14-Jährigen auf. Es sind verstörende Bilder und Bilder, die mit Fußball nichts zu tun haben. Beide Vereine sind zutiefst schockiert über diese Szenen, die sich hier am letzten Fußballtag abgespielt haben. Sie haben aber auch am Telefon gesagt, dass so Gewaltausbrüche am Spielfeldrand für sie leider nichts Neues sind, dass so etwas immer mal wieder vorkommt. Aber, das haben sie ganz klar gesagt, dass diesmal Erwachsene auf Kinder losgehen, das sind ganz neue Dimensionen. Und tatsächlich gab es in der Amateursaison im Fußball 2022 und 2023 bundesweit über 500 Einsätze mit über 700 verletzten Spielern, Zuschauern und Schiedsrichtern. Nordrhein-Westfalen ist dabei Spitzenreiter mit 255 Einsätzen, gefolgt von Bayern und Rheinland-Pfalz. Sobald es körperlich wird und auch unter die Gürtellinie geht, ist es einfach inakzeptabel. Und jetzt habe ich persönlich keine Angst. Aber ich kann durchaus verstehen, dass Leute auch sagen, so, nee, das tue ich mir nicht an. Also das soll man jetzt nicht hochpauschen, ne? Also das geht schon. Ich hätte Bedenken, wenn mein Kind da verprügelt wird von den eigenen Eltern, würde ich gar nicht mehr hingehen, würde ich meiden. Auch gegen das spätere 14-jährige Opfer läuft eine Strafanzeige. Er ist mitgenommen gewesen durch die Beleidigung und die Anfeindungen im Vorfeld, auch schockiert gewesen wohl über seine eigene Tat, dass er diese Ohrfeige gegeben hat. Die beiden Vereine wollen nach diesem Vorfall ein Freundschaftsspiel veranstalten und alles dafür geben, dass sich solche Szenen nie mehr wiederholen. Ziemlich verstörend das Ganze, Greta Wagner in Münster. Jetzt haben wir es hier mit Gewalt von Erwachsenen gegen einen Jugendlichen zu tun. Mit welchen Konsequenzen? Wie wird denn da jetzt weiter ermittelt? Wie geht es in dem Fall weiter, Greta? Ja, tatsächlich wurden bereits alle Tatverdächtigen ermittelt, bis auf einer. Und da gab es gestern eben auch schon die ersten Vernehmungen, nämlich der 15-Jährige auf dem Video, der zu sehen ist, der immer wieder aufgefordert wird von einer Person, der den 14-Jährigen so umklammert. Der wurde schon ermittelt und eben auch sein Vater, der bereits polizeibekannt ist. Das wurde ja in dem Beitrag schon gesagt, in welcher Richtung er polizeilich schon aufgefallen ist. Das hat mir die Polizei gestern nicht gesagt, aber das bedeutet ja schon einmal etwas, dass da schon einmal ein Vorfall in der Vergangenheit eben war und deshalb kannten sie diese Täter schon, man konnte sie relativ leicht dann ermitteln. Klar ist aber auch, das war den Vereinen ganz wichtig, dass man eben sagt, diese beteiligten Erwachsenen, die gehören zu keinem der beiden Vereine. Das sind Väter von dem 15-Jährigen und auch der gehörte nicht an diesem Tag zu einem der Vereine. Ja, was im Vorfeld passiert ist, ist natürlich auch eine Lappalie, muss man eigentlich sagen.
gab eben dieses Fußballspiel. Der 14-Jährige, der später dann zusammengeschlagen wurde, der wurde ausgewechselt und am Rand stand dann der 15-Jährige, der später in dem Video mit der Basecap zu sehen ist. Und der 14-Jährige wohl im Vorfeld schon extrem verbal beleidigt. Und dann sind auch bei ihm die Sicherungen durchgebrannt. Das ist natürlich durch nichts zu entschuldigen. Auch das geht gar nicht. Er hat dann den 15-Jährigen geohrfeigt. Aber der 15-Jährige hat dann wiederum seinen Vater angerufen, der dann noch mit zwei weiteren Freunden vorbeigekommen ist, um dann eben den 14-Jährigen aus der Umkleidekabine zu zerren. Und den Rest sehen wir auf diesem schrecklichen Video, was dann passiert ist. Und das sind natürlich Dimensionen, ja, die einfach so gar nicht gehen. Der Polizeisprecher auch aus Bochum hatte ist ja, wie man hier im Ruhrgebiet dann eben auch sagt, als harten Tobak abgetan. Und auch, er hatte mir auch gestern erzählt, so etwas ist auch ja eine neue Dimension, die auch die Polizeikollegen von ihm so nicht kannten bei einem Fußballspiel. Das muss man sich einmal vorstellen. Die treffen sich, diese Menschen, in ihrer Freizeit am Wochenende, um zusammen Sport zu machen. Das steht ja unterm Strich. Und dass es dann zu solchen Gewaltexzessen kommt, vor allem dann auch noch Erwachsene gegen Kinder, das ist wirklich mit nichts zu begreifen und auch mit nichts zu entschuldigen. In jedem Fall ist es so, Greta. Nun mag das Thema, sich nicht unter Kontrolle zu haben, vielleicht auch mit dem sozialen Umfeld, dem sozialen Hintergrund zu tun haben. Was weißt du denn darüber? Ja, das mag sein, da ist aber relativ wenig bekannt. Es hieß gestern von der Polizei, dass einer der Täter einen Migrationshintergrund hat, alle anderen aber Deutsche seien. Also da kann man bisher noch keine Rückschlüsse eben tätigen und das ist weiterhin eben nicht bekannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber es ist klar, gegen die beiden Männer, die bis jetzt ermittelt wurden, da läuft die Strafanzeige und eben auch gegen den 14-Jährigen, der vorher die Ohrfeige verpasst hat, der wurde auch angezeigt, da läuft auch noch eine Anzeige. Und diese Gewaltexzesse, sie sind ja auch nicht neu im Amateurfußball. Jetzt erst vergangenes Wochenende wurde zum Beispiel in Bremen ein ganzer Spieltag von Amateurspielen abgesagt, weil es da im Vorfeld zu harten Gewaltexzessen gekommen ist, dass sogar wegen solchen Auseinandersetzungen, da wurden Messer gezogen am Spielfeldrand und so etwas will man nicht sehen. Das hat mit Sport nichts zu tun und jetzt wird auch in Bochum in dem Fall ja weiter ermittelt. Die Vereine, sie stehen zueinander und haben auch bei den Ermittlungen sich stark eingebracht, um das aufzuklären und wollen eben jetzt beim nächsten Spieltag ein Freundschaftsspiel miteinander abhalten, um zu zeigen, für so etwas stehen wir nicht, wir stehen für richtigen Fußball. Greta Wagner, recht vielen Dank. Und klar, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, machen sich Eltern natürlich Sorgen um ihre Kinder auf und neben dem Fußballplatz. Wir wollten von Ihnen mal wissen, würden Sie denn Ihre Kinder noch guten Gewissens in einen Fußballverein schicken? Hier ist Ihre Stimme. Ich würde meine Kinder auf jeden Fall noch in einen Fußballverein schicken. Sowieso Vereinsarbeit ist wichtig. Allerdings, wenn man so etwas hört, denke ich, könnte man auch mehr Engagement von den Eltern fordern. Grundsätzlich, bevor ich mein Kind in irgendeinen Verein schicke, erkundige ich mich, wie die Atmosphäre in dem Verein ist. Und wenn da etwas nicht passt, dann geht er erstmal gar nicht rein. Ich denke, ich würde ungern auch mein Kind zu den Fußballverein schicken. Doch, würde ich schon machen. Ich finde, Fußballvereine spielen eine wichtige Rolle. Und deswegen finde ich das besorgniserregend, aber wäre für mich kein Grund, es nicht mehr zu tun. Wenn das sich so weit entwickelt, würde ich das nicht mehr machen. Würde ich mir eine andere Sportart suchen. Es ist furchtbar, so Prügelei. Aber wir haben Enkel und die Söhne, die haben alle Fußball gespielt. Und ich finde es unheimlich wichtig für die Jugendlichen, dass sie immer vereint sind. Ja, die Gewalt, die gehört natürlich unterbunden. Das darf natürlich nicht sein. Das ist eine Begleiterscheinung, die sicherlich nicht förderlich ist. Ich glaube, dass man an den Eltern anfassen muss. Ne? Wenn wir den Kindern schon verbieten, auf die Straße zu gehen und Fußball zu spielen, haben wir ja richtig ein Problem. Meine Tochter spielt selber Fußball und da gab es bis jetzt eigentlich keine Probleme. Ja. Aber es ist auch Frauenfußball. Wenn es sicher ist, ja. Aber, ja, aber das kann man ja nicht garantieren. Schön wert natürlich, die müssen sich ja sportlich betätigen, aber Risiko möchte man nicht eingehen und schon gar nicht bei den Kindern. Ist meine Meinung. Und auch darüber möchte ich nochmal sprechen mit Dr. Sebastian Bartoschek, er ist Familienpsychologe. Warum gefühlt vielleicht auch tatsächlich brennt auch immer mehr Erwachsenen die Sicherung so schnell durch, wie wir hier in diesen Bildern gesehen haben? Warum haben selbst die sich nicht mehr unter Kontrolle?
Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich beobachte das selbst als Vater eines 11-Jährigen, der Fußball spielt, schon länger. Und so eine richtig schlaue, umfassende Antwort habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass einige Eltern sich überhaupt nicht distanzieren können von dem, was das Kind da auf dem Platz macht, sich selbst da unfassbar identifizieren, mehr als Leidenschaft reinlegen und den dann ab und zu einfach nicht mehr gewahr ist, das sind Kinder, die Spaß haben sollen und nicht die Leistungssport betreiben. Und selbst bei Leistungssport wäre diese Gewalt natürlich nicht in Ordnung. Herr Patoschek, könnte es vielleicht auch damit zu tun haben, und das ist so ein Phänomen, was ich selber glaube, gespürt zu haben in den vergangenen Jahren, dass immer die Doofen, die Blöden, die anderen sind. Ich habe keine Schuld. Und insofern geht man dann, ich will nicht sagen in so eine Art Vorwärtsverteidigung, aber begründet zumindest diese Übergriffe damit, der andere ist ja eigentlich der Täter. Ich glaube, das hat was Wahres. Ich glaube, ein Problem ist einfach auch dieses akzeptieren zu können, dass man zum Beispiel beim Fußball verliert. Also wenn ich das bei D- und E-Jugendspielen sehe, wie sehr die Schiedsrichter da schon mitunter beschimpft werden und man sich denkt, ja, vielleicht haben wir heute einfach schlechter gespielt und verloren. Und das einfach zu akzeptieren. Sport heißt auch verlieren können und Sport heißt auch, dass man einfach mal schlechter war. Ich glaube, das ist, irgendwie geht es zunehmend verloren. Die Tatsachenbeschreibung ist ja das eine. Die Frage ist nur, sehen Sie irgendetwas, was man tun kann, was man vielleicht auch in Gesprächen darlegen kann, um das auch diese Gewalt so ein bisschen zu entkrampfen, sofern natürlich das Verständnis da ist und nicht doch auch, und vielleicht werden Sie damit konfrontiert, als Familienpsychologe immer gesagt wird, wieso, ich bin ja nicht schuld, ich habe mir ja nur gewehrt, lag ja an dem da. Ja, genau Letzteres erlebe ich oft, wenn auch dann mit Ruhrpott-Akzent hier bei mir. Und ansonsten, klar, man könnte den Amateurverein jetzt sagen, okay, macht Elternarbeit. Man muss auch sagen, die Amateurvereine haben da gar nicht die Kapazitäten für, ne? Das sind meist andere Väter, die sich 2-3 Mal die Woche dann mit den Kindern auf den Platz stellen und Sachen machen. Ich bin sonst kein Freund von sowas, aber ich finde, wer so etwas tut auf Elternseite, der sollte dieses Stadion nie wieder betreten dürfen. Und das hilft zwar nicht, dass die Person es lernt, aber es schützt zumindest die anderen Personen im Stadion. Ganz kurz noch mal eine Frage. Ich habe es bei Greta Wagner auch versucht. Kann oder hat so diese Hemmschwelle, hat die was mit sozialem Hintergrund zu tun, aus Ihren praktischen Erfahrungen auch? Also, dass sich möglicherweise der soziale Hintergrund auch gewalttätiger äußert, je geringer man im sozialen Umfeld auch sich aufgehoben fühlt, aufgehoben ist? Ich glaube, was wir sehr wohl haben, ist insofern ein sozialökonomischer Faktor, als dass es einen gewissen Bereich gibt, wo Menschen glauben, dass sie sich ihr Recht nehmen müssen und dass, wenn sie nicht hart genug auftreten, sie ihr Recht nicht bekommen. Und da sehe ich schon eine Senkung von Hemmschwelle im Allgemeinen, natürlich nicht im Einzelfall, ne? Sagt Dr. Sebastian Bartoschek, Familienpsychologe. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Bartoschek. Danke. Sehr gerne.